Okay, gut, er biegt ab. Oder? Ja, er biegt ab, okay. Also, Freunde, hier war gerade ein Auto neben mir. Und ich muss zugeben, ich bin noch ein bisschen zu introvertiert, dass ich hier außerhalb meines gewöhnlichen Umfelds, meinem eigenen Zimmer quasi, hier so offen reden kann. Und mir ist es ziemlich unangenehm, wenn hier andere Menschen, insbesondere mehrere, in einem Auto zum Beispiel, langfahren, mich sehen, wie ich hier was aufnehme. Ist mir noch ein bisschen unangenehm. Ich wollte heute darüber reden, wenn der Wind es zulässt, dass es mir heute echt gut geht. Mir geht es heute echt gut. Ich habe heute einiges geschafft, was mich ziemlich glücklich macht. Das Hauptthema für mich ist irgendwie, besonders in den letzten, ja, im letzten Jahr, insbesondere das letzte Jahr, dass es immer wieder Auf und Abs in sehr kurzen Zeitsprüngen gibt. Manchmal ist es ein Monat, wo es sehr gut läuft, manchmal 3 Monate und dann läuft wieder ein Monat komplett scheiße. Ich hatte jetzt, ich glaube, 10 Tage in Folge, ich würde sagen, den letzten Monat war es echt ziemlich schwierig. Es gab ein paar Hochs, aber auch sehr viele folgende Tiefs. Also nach jedem Hoch folgte sofort mit einem Niederschlag direkt das nächste Tief. Ich hatte hier das Hoch mit dem Video, was ich gepostet habe, und direkt danach bin ich in ein Loch gefallen und war wirklich in den letzten Tagen teilweise seelisch wieder in sehr alte Gewohnheiten zurückgerutscht, sag ich mal, wo es mir wirklich sehr schlecht geht. Insbesondere aufs Binge-Eating bezogen, also Fressattacken, und insbesondere auf depressive Phasen, die ich hatte und leider immer noch habe. Und darauf möchte ich irgendwie eingehen. Ich möchte daraus lernen können. Früher, muss ich zugeben, waren diese depressiven Phasen oftmals länger. Und ich habe sie nicht ganz verstanden. Ich habe sie gar nicht so sehr reflektiert, wie ich das seit 2019 Anfang mache. Immer wenn ich diese Anfälle habe, reflektiere ich am nächsten Tag und denke mir, wieso ich mich so schlecht fühle. Rein äußerlich sehe ich danach nicht wirklich anders aus. Bestimmt nicht. Bestimmt kann niemand den Unterschied erkennen zwischen mir vorher und mir nachher. Aber dadurch, dass ich mir selber diesen Druck in meinem Kopf mache, diesen depressiven Gedanken, den depressiven Gedanken einfach zuhöre und dem mich da richtig verliere in den Gedanken, dadurch sehe ich schlechter aus. Dadurch fühle ich mich schlechter. Durch diese Gedanken. Ich weiß nicht, wie man damit am besten umgehen kann. Ich sehe das Ganze, glaube ich, das ganze Ding hier, das ganze Spiel, was wir hier spielen, das ganze Leben, was du, ich jeden Tag machen, ich glaube, des Öfteren ein wenig zu ernst. Wie ich auch merke, dass in letzter Zeit besonders, ich vergesse nicht generell mein ganzes Leben. Ich würde mal sagen, so ab dem 14. Lebensjahr, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, den Moment als solchen zu gut zu schätzen, also zu wertschätzen und mich zu freuen über den Moment im Augenblick, dass es mir jetzt gerade hier, ich jetzt gerade in der Lage bin, das hier aufzunehmen. Das muss ich einfach lernen, mehr wertzuschätzen. Ich muss es lernen, mir wieder Freude daran zu haben. Ich denke immer an die Zukunft. Wenn ich das hier gerade aufnehme, denke ich, was mache ich morgen? Was mache ich in einem Jahr? Will ich das hier jeden Tag machen? Habe ich Lust, mich jeden Tag so zu fühlen? Nein, ich habe keine Lust, mich jeden Tag immer und immer wieder in diese scheiß depressiven Gedanken zu verlieren. Ich bin immer noch da drin gefangen. Ich dachte, ich wäre draußen. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Aber es kommt immer wieder. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich weiß aber nicht genau, woran das liegt. Ob das an meiner Psyche liegt, ob das an den Umständen liegt, in denen ich bin. Es ist sehr schwer zu beschreiben. Und das gilt es für mich, insbesondere dieses Jahr zu lernen. Da ich dieses Jahr noch Zeit habe. Da ich in einem Monat die nächste Operation habe. Da ich viel Zeit zum Nachdenken habe. Ich möchte es unbedingt nachvollziehen und verstehen können. Jetzt kommt, glaube ich, die Bahn hier angefahren. Es könnte jetzt etwas laut werden. Ich hoffe nicht allzu laut. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt gerade von hier kommt oder von woanders. Na, ich glaube, sie ist gleich weg. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Das gilt es für mich zu lernen. Diese depressiven Gedanken nicht mehr Folge zu leisten. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mich, es wäre ein Traum für mich, jeden Tag gesund und glücklich zu sein. Ich möchte jeden Tag gesund und glücklich sein. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel, was ich erreichen möchte. Und wenn ich das erreicht habe, kann ich alles machen. Dann kann ich sag's immer wieder. Ich war letztens, eine kleine Geschichte am Rande. Ich war bei einem sehr speziellen Arzt, bei einer sehr renommierten Buchautorin. Renommierte, ich glaube schon. Eine sehr gute Ärztin. Und die kennt sich sehr mit dieser, diese andere Medizin, die pflanzliche Medizin, nein, es gibt die
Schulmedizin und es gibt die, mir fällt gerade der Name nicht ein, ist auch egal. Auf jeden war ich bei dieser Ärztin und die Ärztin hat mir sehr viel, einen sehr großen Ratschlag gegeben in einigen Dingen, was ich jetzt machen soll in nächster Zukunft. Die war wirklich auf mich sehr kompetent. Und die Ärztin hat mich gefragt, was ich denn machen möchte, was mein Ziel ist, warum ich denn so hart kämpfe. Warum ich hatte, da war auch meine Blutwerte, hat sie überprüfen lassen. Ich habe da meine Hormonwerte und meine generellen Blutwerte überprüfen lassen. Und diese Blutwerte waren, die Skala ging von 1 bis 100. Also immer von einem gelben zu einem grünen in roten Bereich. Gelb ist niedrig gewesen, grün ist perfekt gewesen und rot ist komplett schlecht gewesen. Und bei jedem einzelnen Punkt stand drunter, vom Doktor überprüft, die Skala musste erweitert werden. Das Höchstlevel war, ich weiß gerade nicht genau, Daten, das Höchstlevel war, sagen wir 200 und mein Level war 400. So könnte ich das vorstellen. Und bei den anderen wird sogar 8-mal so hoch. Sprich, das Höchstlevel, was erreichbar überhaupt menschlich vertragbar ist, war 200 und mein Level war 1000. Und die Ärztin hat mir das angesehen in allen Aspekten, die ich ihr vorlegen konnte, in allen Aspekten, dass ich extrem gestresst bin. Und sie hat mich gefragt, was mein Ziel ist, warum ich denn nicht zur Ruhe kommen kann und warum es mir so schwerfällt, mich auszuruhen und den Moment wertzuschätzen. Sie hat mich gefragt, was möchtest du erreichen? Warum kämpfst du so sehr? Ich habe ihr gesagt, ich möchte Weltmeister werden. Ich bin wie jeder andere 18-Jährige draußen, möchte in irgendwas gut werden. Sie hat mich gefragt, ja gut, die Antwort gewöhnt, möchtest du Weltmeister werden? In was möchtest du Weltmeister werden, hat sie mich gefragt. Ich habe ihr gesagt, in allem. Sie hat gelacht. Meine Mutter hat gelacht. Ich habe auch gelacht, weil Weltmeister in allem werden ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Und klingt jetzt auch sehr sehr abwegig, das zu erreichen, dass ein Mensch Weltmeister in allem werden kann. Ich gehe auch nicht davon aus, dass ich Weltmeister in allem werden kann. Aber ich lasse kurz die Bahn vorbeifahren. Aber ich möchte Weltmeister werden in dem, was ich tue. Ich möchte Weltmeister im Mensch sein werden. Ich möchte Weltmeister im Gesundsein werden. Ich möchte Weltmeister im endlich richtig essen können werden. Ich möchte Weltmeister im endlich gesund aufstehen. Ich möchte Weltmeister werden in alltäglichen Lebenssituationen. Das ist so mein höchstes Gut, was ich mir irgendwann erarbeiten werden darf und kann, hoffentlich. Und wenn ich das dann irgendwann erreicht habe, dann werde ich sehen, was ich als nächstes machen kann. Das ist mein Ziel. Eventuell auch das einzige Ziel, was ich verfolgen werde. Ich bin mir da unsicher. Nichtsdestotrotz, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, und das werde ich hoffentlich auch, werde ich mich wieder bei euch melden. Und ihr werdet davon hören, auf jeden Fall. Ich bin Samuel Lift auf YouTube, auf Instagram. Peace. Kämpft für eure Ziele, Freunde. Tut was. Macht was. Nicht so wie ich.